Hallo und herzlich willkommen zurück zu Metroid Dread. Die Pause war zwar nicht gewollt, aber muss ja sein. Wenn ich nicht versehentlich was Falsches sagen möchte. Stimmt ja, ich bin ja jetzt eisimmun. Das habe ich jetzt letztlich gekriegt. Meine Fresse. Sterbt. Ja. Damit. Ach ja. Und ich weiß auch wieder, was ich brauche. Irgendwas mal auftauen. So. Ist gar nicht mal so lange her, dass ich jetzt gespielt habe. Eigentlich habe ich gestern gespielt. Trotzdem bin ich halt fucking vergesslich. Wie man hier merkt. Noch nie. Ich bin's. Okay, dann bin ich halt einfach tot. Habe ich, sobald ich das Gamepad weglege, verschwindet mein ganzer Skill in dem Spiel, wie es aussieht. Gut. Also nochmal. Geht doch. Trotzdem hier noch kurz Dinge untersuchen. Wie aggressiv dieses Gift aber auch ist. So. Mit so einem Missile-Container. Okay. Wo will ich denn jetzt eigentlich hin? Hier oben soll ja noch was versteckt sein. Das werden wir jetzt als erstes mal untersuchen. Gut, das war easy. So, das sind die eingefrorenen Türen, kann ich nicht öffnen. Verstehe. Ha. Das heißt, dieser Weg ist tabu. Das heißt, ich muss den Weg hier links nehmen. Dann wieder den Weg, bei dem ich... irgendwie ein Space Shuttle oder sowas brauchte. Oh, sogar die Emmy-Zone ist zugeschlossen. Das... ich habe halt mir echt gedacht, es könnte vielleicht ein bisschen Freiheit geben. Aber dieses Spiel lässt einem nicht wirklich die Freiheit zu erkunden. Ich denke mal später, wenn ich wirklich alle Items habe, dann habe ich die Freiheit wirklich hier mich rum zu erkunden. Aber momentan ist es halt noch immer super linear. Moment, wieso schießt er denn? So.
So. Erstmal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Nein. Okay, ich komme nicht in die Emmy-Zone. Muss ich aber auch nicht. Okay. Ist auch wieder zu. Du Scheiße. Meine Lust hält sich in Grenzen, den zu besiegen. Die anderen Wege werden garantiert abgesperrt sein, von daher. Ja. Wie schnell kann ich die besiegen? Auf die Weise. Hm, schneller als ich dachte. Achso, das war der Ort, wo ich das erste Mal die Energie umgeleitet habe. Okay, da komme ich nicht rein. Stimmt, ich sollte ja. Ich meine, hier ist ja die regelrecht das Hitzegebiet. Moment. Ah, okay, die Tür war nicht zugefroren. Interessanterweise sind es aber die. What the? Ich kann nicht mal in die Hitzeräume rein. Hm. So. Mit diesem Hitzeraum komme ich rein. Also sie hat mich jetzt definitiv zu diesem Aufzug geleitet. Also soll ich wahrscheinlich nach Kataris. Weil die ganzen anderen Wege waren gewissermaßen versperrt. Übrigens habe ich mittlerweile noch zweimal diesen Anfangskampf mit Samus gesehen gegen Raven Beak. Und mir ist aufgefallen, dass er schon einige Fähigkeiten nutzt. Der nutzt halt die. Also der nutzt diese Fähigkeit hier. Und unter anderem halt auch. Ja, also das ist eine Ehrenfähigkeit, aber er nutzt auch mit Blitz umhüllen, was ja offensichtlich eine Fähigkeit ist, die
jetzt irgendwie umgehen könnte. Allerdings, ist dann trotzdem noch diese okay. Komm ich auf jeden Fall durch. Missile Container erhalten. Ah, ein Boss. Ich schaffe es jedes Mal nicht beim ersten Versuch, das hinzukriegen. So. Also, wo der Boss ist, wird wahrscheinlich in ihm eine Hitzefähigkeit kriegen oder so. Okay. Okay, verstanden. Aua. Aua. Okay, jetzt fängt er wieder damit an. Mist, ich bin tot. Ja, gut. Okay, ich dachte, er würde jetzt früher anhalten. Ich frag mich halt, ob meine Missiles besser sind oder auch tatsächlich meine Plasmabienen. Ich werde jetzt mit Missiles kämpfen in dieser Runde. Mist.
War das Phase 1? Oh! Oh, oh, oh! Was machst du jetzt? Oh. Oh, oh. Okay. Ah, verdammt. Oh. Ah, Mann. Nein, ich hab doch gedrückt. Okay, ich darf nicht so viele Raketen schießen. Aber es läuft schon besser. Ich hab Phase 2 schon mal erreicht. Ich frag mich ja, ob ich das Spiel heute abschließen kann. Aber vielleicht geht's ja auch noch ein bisschen länger. Würde ich persönlich feiern. Jetzt sogar ohne Treffer. Verdammt. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass ich das die Konter gekriegt hätte, aber irgendwie doch nicht. Okay, das war Phase 1. Wow. Mein Gott, der macht so viel Schaden. Immer noch eins von denen. Oha. Was ist das?
das und 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 das. Kann ich sein letztes Tentakel töten? Was? Ach, da kriege ich Schaden, weil ich ihn reinspringe oder was? Oh Mann. Das habe ich nicht geahnt. Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Ich habe mich irgendwie gewundert, warum mein Space Jump nicht mehr funktioniert. Okay. Gut. Szene direkt am Anfang zu kriegen, sollte eigentlich schon richtig viel raushauen. So, jetzt kommt. Nee, kommen seine Tentakel gar nicht. Immer noch in Phase 1. Jetzt sind wir in Phase 2. Okay. Okay, nochmal eine komplette Runde. Ich habe noch die Hälfte meiner Energie. Antitacke ist tot. Vielleicht gibt es gleich noch ein zweites und ein drittes. Wir sind alle tot. Gut. Dem kann ich ausweichen. Oh nee, das ist wieder schlecht. Was ist das? Verdammt, das war die Fähigkeit.
die Fähigkeit wirklich gerne gehabt, aber... Komm ich da jetzt noch ran? Ich meine, ich werde höchstwahrscheinlich irgendwie rankommen. Squirtek. Warum habe ich auch was anderes erwartet? Ich brauche die halt immer noch. So, wo komme ich denn jetzt lang? Nichts. Okay. Gut, ich hatte jetzt eigentlich gedacht, vielleicht weiß Adam ja was, aber... Vielleicht soll ich jetzt auch einfach... Vielleicht sollte, dass es runtergefallen ist, so ein kleiner Hinweis drauf sein, dass ich nochmal zurück ins letzte Gebiet gehen soll. Na, wieso? Bin ich eigentlich so eine extreme Nulpe? Gehe einfach denselben Weg nochmal. Ist überhaupt noch irgendwas? Ich könnte natürlich jetzt auch nach rechts weitergehen. Hier abbrechen. Wir gehen erstmal nach rechts weiter. Mal sehen, wie lange es mir das erlaubt. Ja genau, ich bin nämlich Lava-immun jetzt. Was ist das? Ah, ein Teleporter. Nach Ataria? Na gut. Ach ja, das ist genau dahin, wo ich hin wollte. Kriege ich ja jetzt mein Schmelze-Item. Oder die Skull-Attack. Beides wäre mal wirklich nützlich. Oder Powerbomben. Powerbomben fehlen mir auch noch. Ich fehlen eigentlich noch so viele Basic-Dinge. Ich weiß nicht, ob es sie wirklich alle geben wird. Keine Ahnung. Wavebeam theoretisch. Powerbomben. Highjump. Obwohl ich den Highjump, der Highjump ziemlich nutzlos wäre. An diesem Punkt. Und, was fehlt mir noch? Irgendeine Sache hatte ich noch. Warte mal, Wavebeam, Powerbomben, Highjump und... Hier bin ich jetzt. Na gut.
Es ist die School Attack. Wir fliegen Powerbomben, High Jump und School Attack, genau. Das war das vierte, was ich gesucht habe. School Attack. Hierbei ist Samus beim Salto von gewaltiger Energie umgeben, mit der sie Gegnern durch Kontakt Schaden zufügen kann. School Attacks können School Attack Blocks zerstören und sind wirksames Mittel gegen von elektrischer Energie umhüllte Feinde. Okay.